Schon vor 2 Jahren sollte er stattfinden. Der 2. ökumenische Chortag der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Und verantwortet vom Chorverband gleichnamiger Kirche. Nun war es soweit. Görlitz 2022. Görlitz, an der Neiße gelegen und Grenzstadt zu Polen. Mit ihrer spätgotischen, über die Renaissance bis zum Barock gehenden Altstadt bot sie ein passendes Ambiente für den Chortag. Eingebettet in den Lausitzkirchentag begann das große Chorfest. So Cornelia Ewald, kommissarische Vorsitzende des Chorverbandes der ECPO. Und sie hat gleich den neuen Werbeträger des Verbandes mitgebracht. Atemlos hieß nicht nur das extra für die Chortage erschienene Chorbuch, sondern auch das Motto des großen Sänger- und Bläserfestes. Angereist waren knapp 200 Sängerinnen und Sänger, vorwiegend aus dem südlichen Bereich der Landeskirche. Denn die Chortage fanden in 3 Orten mit unterschiedlicher Ausrichtung statt. Templin, Görlitz, Berlin. Wir sind in Görlitz. Mindestens genauso viele Bläserinnen und Bläser wie Mitglieder der Vokalchöre waren anlässlich des zugleich stattfindenden Landesposaunentages angereist. Kaum stand um 8.30 Uhr der Begrüßungstisch des Chorverbandes, kamen auch schon die ersten Angemeldeten. Auch die Vorbereitungen für den Eröffnungsgottesdienst laufen auf Hochtouren. Sänger- und Bläserchöre sind gleichmäßig rechts und links der Bühne verteilt und werden von 3 Dirigierenden im Takt gehalten. Und das klappt wunderbar. Ein vor allem auch musikalisch bunter Gottesdienst stand zu Beginn des Lausitzkirchentages und prägte den Chortag. Pünktlich 11 Uhr startet der Eröffnungsgottesdienst. Zugleich war es der erste große Auftritt von Chor und Bläsern. Nicht nur die sommerlichen Temperaturen brachten alle zum Schwitzen, auch der Schwung mancher Lieder ließ es warm werden. Ich
geht's noch? Ich denke, genau das lernen wir doch in den letzten Jahren. Man muss sich gute Modelle angucken, Best Practice, nicht immer auf Fehler und Mieses fixieren, Best Practice verstärken. Die Lausitz ist ein Modell für Transformation. An der Lausitz sehen und lernen wir aus Jahrhunderten, wie sich die Dinge verändern und man daraus Neues entwickeln und aufbrechen kann. Der eine zeigt dahin beim Klimaschutz, die andere zeigt da auf Artenvielfalt. Und der dritte zeigt mit dem Zeigefinger jetzt, gerade jetzt auf die Waldbrände. Bei der Anfahrt gestern für mich Rauchdunst auch über der Lausitz. Wie Zeigefinger, wie Menetekel, dass wir jedenfalls endlich Wege finden müssen aus der Schleife der ständigen Erderwärmung heraus, bei der die vielen Extremwetter zunehmen. Viele, viele Fingerzeige und viele, viele Wege, aber wir müssen sie schon gehen. Bischof Christian Stäblein predigte in diesem Gottesdienst, Ministerpräsident Michael Kretschmer und Katrin Schneider, Ministerin und Chefin der Staatskanzlei Potsdam, sprachen Grußworte. Die liturgische Leitung hatten Generalsuperintendentin Theresa Rieniger und Superintendentin Antje Pech. Uns gemeinsam stützen. Wenn wir mit Freude Veränderungen angehen, dann wird es leichter. Und erzählen, wer wir sind. Und was wir hoffen. Zur Lausitz gehören die Sorben. Mit ihrem Chor aus Bautzen bereicherten auch sie den Gottesdienst musikalisch. Ja. Freundlich, aber bestimmend hat Landessingwartin Almut Stümpke die Chöre fest in der Hand und im Blick. Amen.
reichlich für das leibliche Wohl und auch für genügend Flüssigkeit nach dem sonnendurchfluteten Gottesdienst hatten die Görlitzer im Schulhof des Gymnasiums Augustum gesorgt. Zwar brauchte man anfangs viel Geduld bei der langen Essensschlange, doch ist am Ende jeder satt geworden. Unter verschiedenen musikalischen Angeboten konnten die Teilnehmenden des Chortages am Nachmittag auswählen. Funky Volkslieder zum Mitsingen hieß es auf dem Obermarkt. Johannes Dette inspirierte mit Hintergrundinfos und kleinen Anekdoten zu den Liedern. Auch da war wieder Wilhelm Müller der Verfasser dieses Gedichtzyklus der Winterreise. Und Schubert hat ein Kunstlied daraus geschaffen und einen ganzen Zyklus, der manchmal auch im Konzert erklingt. Hier haben wir ein bisschen mehr zu tun als bei dem anderen Lied davor, bei den Bläsern. Dann wurden kleine Passagen angeprobt und los ging es. Den Tag 5, 6, 7, 8. Von Pop bis Swing schunkelten sich die Volkslieder in die Herzen der Mitsängerinnen und Mitsänger. Am Brunnen vor dem Tore, das Wandern ist des Müllers Lust oder das Ännchen von Tharau klangen auf einmal in einem neuen, mitreißenden Gewand. Die Görlitzer Lutherkirche stand ganz im Zeichen der Kinderchormusik. Emmaus, ein extra für diesen Chortag entstandenes Kindermusical, erklang dort in der vollbesetzten Kirche. Kinderchorarbeit ist immer wieder ein Thema, das sich der Chorverband ganz besonders auf die Fahnen schreibt. Ist sie doch die Wiege für künftigen Nachwuchs der Chöre. Dann war da noch das diakonische Singen und Blasen. Corona-bedingt war es für die Vokalchöre immer noch schwierig, in Krankenhäusern oder Altersheimen Fuß zu fassen. Dafür wurde in kleinster Besetzung Straßenmusik gemacht, wie hier in einer Einkaufspassage.
Irgendwie waren da aber auch Chorsängerinnen und Chorsänger abhanden gekommen. Doch Johannes Leue verstand es, selbst die kleinste Singeschar zu motivieren. Höhepunkt und zugleich Abschluss des ökumenischen Chortages und Landesposaunentages in Görlitz war die Festmusik in der Peterskirche. Unter Leitung von Landessingwartin Almut Stümke und Landesposaunwart Michael Dallmann füllte sich das imposante Gotteshaus mit Tönen und Klängen der Bläser und Vokalchöre. Neben den festlichen Klängen großbesetzter Stücke bot die vierte Workshopgruppe vom Nachmittag zarte Töne, die in dem hohen Kirchengebäude eine wunderbare Wirkung entfaltete. Es war immer wieder ein gegenseitiges Animieren, ein Zusingen und Spielen zwischen Bläsern und Vokalchören. Die Koppelung von Chor- und Posaunentag gestaltete sich somit zu einer gegenseitigen Bereicherung. Das Zusammenwirken von Singenden und Blasenden gipfelte in der Bitte nach Frieden mit der beiden Musiziergruppen vertrauten Motette von Felix Mendelssohn Bartholdy »Verleih uns Frieden gnädiglich«.
mit dem bekannten und beliebten Chorsatz von Melchior Vulpius: Hinunter ist der Sonnenschein, geht die Festmusik, und damit der ökumenische Chortag Görlitz 2022 so langsam zu Ende. Gut, dass der Chorverband der ECBO das pandemiebedingt verschobene Musizierfest an den Lausitzkirchentag andocken ließ. Gut, dass Almut Stümpke als Landessingwartin die Federführung für dieses Projekt übernommen hat. Gut, dass so viele Sängerinnen und Sänger nebst der großen Bläserschar nach Görlitz gereist sind. Viele Stücke aus dem Chorbuch Atemlos sind während des Chor- und Bläsertages gesungen worden. Am Schluss stand, wie könnte es treffender nicht sein, Gloria sei dir gesungen von Johann Sebastian Bach. Ein gelungener Tag des Musizierens geht zu Ende. Das Publikum dankt den Ausführenden mit viel Applaus. Viele schöne Erinnerungen werden bleiben an die erlebte Musik und die Stadt Görlitz.